Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich werde mal meine Präsentation starten. So, klappt das? Super, ja. Wunderbar. Lassen Sie mich vorab, weil Sie das Institut schon erwähnt haben, ein, zwei Worte sagen über dieses Institut, denn das ist schon etwas Besonderes. Das Institut für Ethics in AI wurde 2019 gegründet. Wir forschen über, eben wie der Name schon sagt, über ethische Anwendungen in der künstlichen Intelligenz. Und das Besondere ist, dass wir das immer interdisziplinär tun. Also wir machen das nicht aus einer zum Beispiel rein philosophisch-ethischen Perspektive oder auch nicht aus einer rein technischen Perspektive, sondern in allen unseren Programmen haben wir immer Forschende von beiden Seiten dabei. Also einerseits technischen Seite, in zum Beispiel Ingenieurswissenschaften, Informatik, Medizin. Und dann andererseits Leute aus der nicht-technischen Seite, zum Beispiel Ethik, Recht, Psychologie auch. Und so arbeiten wir mit den verschiedenen Schools bei uns zusammen, genau an dieser Schnittstelle. Und da könnte man jetzt vieles noch dazu sagen, aber lassen Sie mich beginnen. Wir erleben jetzt seit einigen Jahren, und zwar ungefähr das Jahr, was Sie genannt haben, 2016, 2016, 17 etwa, ist so ein gewisser Startpunkt dieser Debatte zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Und das steht in spezifischen Kontexten, jetzt vor allem zur Automatisierung von Entscheidungen, Verwendung von Daten, darüber werde ich vor allem später noch sprechen, über auch die mangelnde Transparenz von Entscheidungsprozessen sowie Biases in Algorithmen. Und hier ist sicherlich so, dass man allgemein davon sagen kann, das Wichtige ist auch immer nicht nur die negativen Seiten, nicht nur die Risiken, die Herausforderungen aus ethischer Sicht darzustellen, sondern auch die Chancen. Ja? Also auch die positiven Seiten, auch die Chancen, die ethischen Chancen, die künstliche Intelligenz bietet. Denn das sind eine ganze Menge und ich werde einige Beispiele hier auch nennen. KI muss letztlich einen konkreten gesellschaftlichen Mehrwert darstellen, damit sie auch akzeptiert wird. Und die KI steht letztlich hier im Wechselwirken zu verschiedenen ethischen Problemfeldern. Was hier uns besonders interessieren wird, natürlich Verletzung von Datenschutz und Privatsphäre, aber eben auch Diskriminierung, Verlust von Autonomie. Sie haben eben schon gesagt, dass es Leute gibt, die da Bedenken drüber haben, deswegen haben, zum Beispiel Kinder einer Technologie zu überlassen oder sich selbst in ein solches Fahrzeug zu setzen, möglicherweise. Das ist eben etwas, was ja nicht selbstverständlich ist. Und letztlich geht es natürlich auch um die Sicherheit und Zuverlässigkeit, zwei Themen, die besonders von der technischen Seite natürlich immer betont werden. Und nachdem es lange Zeit, im Grunde jahrelang, im Wesentlichen eine Ethikdebatte war, ist es aber jetzt in den letzten Jahren vor allem auch zu einer Regulierungsdebatte geworden. Es gibt den EU AI Act, der jetzt gerade erst sozusagen final beschlossen wurde vor kurzem. Wir können darüber auch darauf gerne noch in der Diskussion eingehen. Ich werde dazu jetzt speziell jetzt hier nicht so viel sagen. Das würde, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Aber er bezieht sich auf jeden Fall auch auf autonomes Fahren, auf alle Arten von KI. Die Datenethik, also speziell dieser Fokus auf Verletzung der Privatsphäre, mögliche überzogene, sagen wir mal, überzogene Sammlung von Daten, dass sich das auf KI bezieht, ist natürlich klar. Das sind letztlich die Fragen, wie schützt man Grundrechte, allgemeine Freiheitsrechte, Verfahrensrechte und aber auch allgemeine Verfassungsprinzipien wie eben das Rechtsstaatsprinzip. Nach der Grundrechtscharta der EU hat jede Person das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, der Wohnung sowie ihrer Kommunikation. Kommunikation ist ausdrücklich, steht da auch drin. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt und das betrifft natürlich auch das autonome Fahren. Ich werde darauf dann im Einzelnen zu sprechen kommen. Aber das ist etwas, was sich lange Zeit, glaube ich, auch viele Menschen nicht klar gemacht haben. Und zwar, das betrifft nicht erst das autonome Fahren, wenn es denn mal eingeführt ist auf den höheren Stufen, sondern ja auch schon jetzt.
sammeln diese Fahrzeuge natürlich, also die neueren Fahrzeuge, viele Daten. Und wie die verwendet werden, in welchem Rahmen, unter welchen Bedingungen, das ist häufig gar nicht transparent. Oder zumindest, es wäre vielleicht transparent, wenn man hinsehen würde, aber das wird bisher eher vereinzelt gemacht. Wir haben zusätzlich zur Charta, haben wir in Deutschland zum Beispiel das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1983, das ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung etablierte, also schon über 40 Jahre alt, aber nach wie vor einflussreich. Dann haben wir natürlich die Datenschutzgrundverordnung. Da werde ich ein bisschen was jetzt noch zu sagen, auch wenn das sicherlich alles bekannt ist, aber es spielt eine wichtige Rolle. Und letztlich ein Gutachten, das die Daten, also deutsche Datenethikkommission im Jahr, ich glaube, es war 2019 oder 20, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, zu KI erstellt hat und das auch in vielen Teilen, naja, in einigen Teilen Grundlage des EU-AI-Acts geworden ist. Und da ist ein besonderer Fokus auf Privatsphäre und informationelle Selbstbestimmung verankert, also im deutschsprachigen Bereich allgemein. Das muss man schon sagen, bevor man auf die anderen Dinge zu sprechen kommt, denn das ist nicht selbstverständlich, also weltweit nicht selbstverständlich und auch in Europa wird das durchaus unterschiedlich ausgelegt. Die Datenschutzgrundverordnung, nur ein paar Worte dazu, das ist natürlich bekannt, schützt persönliche Daten, hat bestimmte Grundsätze wie Zweckbindung, Datenminimierung, was natürlich mal ein bisschen schwierig ist, überhaupt bei allen Big Data-Anwendungen, Richtigkeit von Daten, Speicherbegrenzung und Integrität und Vertraulichkeit, was immer das genau heißt. Ist sicherlich das wichtigste rechtliche Rahmenwerk, was hier eine Rolle spielt und was hier ist natürlich Geltungsbereich Europäische Union, aber es hat sicherlich auch viele andere Länder beeinflusst. Das kann man sicherlich sagen, in unterschiedlichsten Formen. Es hat sicherlich weltweit eine große Rolle gespielt. Und es präzisiert dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung, was ich genannt habe, dem man das Recht hat auf Auskunft. Was für Daten werden über mich gehalten? Das Recht auf Berichtigung, das Recht auch auf Löschung, dieses Recht auf Vergessenwerden, wie es mal hieß, auch da muss man schon sich darüber klar sein, das lässt sich nur in gewissen Grenzen verwirklichen. Dann das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung sowie das Recht auf einen Widerspruch. Also die Datenschutzgrundverordnung kann als eine gerichtliche Konkretisierung eines Grundrechts angesehen werden. Und das hat natürlich für Unternehmen ganz allgemein und dann natürlich auch für die Anwendungsfälle, wie zum Beispiel autonomes Fahren, Implikationen. Zum Beispiel muss es ein Verzeichnis geben von Verarbeitungstätigkeiten. Wo werden die Daten und in welcher Weise verwendet? Dann muss es Folgenabschutzsetzungen geben. Wo könnte Datenschutz, verletzt werden? Wo könnten mögliche negative Folgen entstehen? Wenn Verletzungen vorliegen, müssen die in geeigneter Form gemeldet werden. Und das ist vielleicht am bekanntesten, dass es einen Datenschutzbeauftragten geben muss. Da sind natürlich jetzt alle Geschlechter gemeint, nicht rein männlich. Also ein Grundgedanke der DSGVO ist eigentlich letztlich, dass man Stakeholder einbindet, viele Stakeholder, dass nicht einer allein nur entscheidet oder ein Unternehmen und dass man Codes of Conduct erstellt für ein Unternehmen. Haben wir als Institut zum Beispiel auch, da waren wir auch beteiligt in vieler Hinsicht. Ja, Privacy by Design, das wäre, also es ist in der Programmierung selber liegen muss, werde ich jetzt nicht ausführlich darauf eingehen. Was für Implikationen hat das Ganze jetzt für das autonome Fahren? Und jetzt kommen wir zu den Leveln, also in verschiedenen Stufen des autonomen oder automatisierten Fahrens. Und nur, das ist sicherlich den meisten bekannt, aber ich würde es vielleicht doch nochmal nennen. Das entspricht der Klassifikation, wie wir sie in verschiedener Hinsicht verwenden, auch in der Ethikkommission wie Sie richtig gesagt haben, für automatisiertes und vernetztes Fahren, die es 2016, 17 bei uns gab. Also das Level 0 wäre sozusagen nur der Fahrer, es gibt keine Automatisierung.
Level 1 ist die Stufe der Assistenzsysteme, in der das in der zum Beispiel also automatisch gebremst wird in einem Stau, oder der rollt mit, das Fahrzeug rollt mit. So etwas haben ja viele Fahrzeuge heute mittlerweile schon. Das ist die Stufe Assistenzsysteme. Bei der Stufe 2, da geht es um, also sozusagen longitudinal und lateral, also zur Seite kann das Auto auch automatisch zum Beispiel ausweichen, Spur wechseln und so weiter, eben plus das andere. Das ist der Bereich der Teilautomatisierung. Teilautomatisierung darauf, dass also die meisten Fahrzeuge, die heute, die allermeisten Fahrzeuge, die heute solche automatisierten Systeme haben, sind auf dieser Stufe. Das schließt übrigens auch die Teslas ein. Die Teslas sind ziemlich weit auf dieser Stufe. Das ist ein großes Kontinuum auf Stufe 2. Aber da geht es letztlich darum, wie es hier auch steht, der Fahrer muss immer das System die gesamte Zeit überwachen. Also muss immer eingriffsbereit sein und ja, darf im Grunde also nicht die Augen vom Verkehr nehmen oder die Hände vom Lenkrad. Das würde sich ändern mit dieser Stufe 3, die hier auch nochmal extra markiert ist, weil sie tatsächlich eine völlig neue Dimension letztlich darstellt. Die bedingte Automation oder Conditional Automation hier. In der ist es dann so, dass der Fahrer nicht mehr die ganze Zeit den Verkehr beobachten muss. Und das System, sozusagen Bremsen und Beschleunigen sowie das Ausweichen zur Seite oder Spurwechsel in einem bestimmten, wie man nennt, Use Case selber übernimmt. Und dann, wenn es nötig ist, dass der Fahrer eingreifen muss, den vorher warnt. Also in den Fällen, auch in den Fahrzeugen, die ich testgefahren bin, da war es immer so ein Zeitfenster von 10 Sekunden. Jetzt wird zum Teil von einem Zeitfenster von 20 Sekunden gesprochen. Das ist unterschiedlich. Aber so viel Zeit muss das System dem Fahrer geben, um eingriffsbereit zu sein. Das bedeutet aber im Grunde, dass ich in der Zeit ein Buch lesen kann oder was anderes tun kann. Vielleicht nicht unbedingt auf dem Rücksitz sitzen, aber ich kann das tun. Und Stufe 3 Fahrzeuge, die offiziell zugelassen sind, gibt es bereits die ersten. Das betrifft seit letztem Jahr, sind ein Mercedes und auch ein BMW in Nevada und meines Wissens auch in Kalifornien offiziell als auf dieser Stufe 3 zugelassen. Diese Stufe wird bisher von zum Beispiel Tesla nicht erreicht, weil sie offiziell immer sagen müssen, Tesla sagt immer, die Verantwortung liegt letztlich beim Fahrer. Und bei der Stufe 3 würde sie tatsächlich nicht mehr beim Fahrer liegen. Also wenn irgendwas passiert in der Zeit, in der das System gefahren ist, dann haftet letztlich das Unternehmen in dem Use Case. Das autonomes Fahren wäre dann im Grunde das, was hier mit 4 und 5 gemeint ist, hochautomatisiert oder vollautomatisiert. Also da wird, kann man sich, da ist die, und der Unterschied zwischen 4 und 5, wird diskutiert. Aber auf jeden Fall geht es dann darum, dass ein Fahrzeug die gesamte Fahrt letztlich ohne Fahrer oder zumindest komplett autonom übernehmen kann und man nicht eingreifen muss. Ob das dann auf einen bestimmten Use Case bezogen ist, was immer das heißt, kann zum Beispiel nur Autobahn oder nur Stadtverkehr oder so etwas. Das wäre dann 4 und 5 wäre dann für alle Use Cases sozusagen. Ja, also das nur nochmal geklärt. Autonomes Fahren stellt eine gewisse Sonderfall innerhalb der KI-Ethik dar, weil man eine Reihe von verschiedenen Technologien einsetzen muss. Das kann bis hin zum Beispiel Gesichtserkennung oder andere biometrische Daten gehen. Ist nicht das Entscheidende jetzt im Punkt, aber es sind eine ganze Reihe von Dingen hier relevant, vor allem auch die Entscheidung in Echtzeit. Bei vielen anderen KI-Anwendungen es gibt auch ein paar, bei denen das so ist, aber bei vielen ist der Zeitfaktor nicht so gravierend. Beim autonomen Fahren ist das der Fall. Also ich kann eben nicht so etwas, zum Beispiel, was der EU AI Act fordert, diese sogenannte Human Oversight, ne, dass immer irgendwo ein Mensch, ein Human in the Loop ist, wenn man sagt, das kann ich nicht in Echtzeit implementieren. Beim autonomen Fahren ist das nicht möglich.
Also da muss ich es anders machen. Nur das unterscheidet das durchaus von anderen Anwendungen. Weswegen ich auch der Meinung bin, dass auch in Bezug auf Ethik und auch Regulatorik autonomes Fahren gesondert behandelt werden sollte. Ja, Produktsicherheit, Automatisierung, das ist letztlich der Punkt. Ja, und ich habe am Anfang gesagt, man sollte immer darauf sehen, dass diese Technologien positiv, also auch ethisch positive Wirkungen haben können und aller Voraussicht nach haben werden. Zum Beispiel in dem Fall die Unfälle deutlich zu reduzieren, die ja zu über 90% auf letztlich, also bisher auf menschliches Versagen zurückgehen. Das ist, glaube ich, klar. Da muss man jetzt nicht allzu viel sagen. Selbst es gibt auch Studien, die sagen, dass man selbst, wenn man noch nicht bei 100% hochautomatisiert oder bedingt automatisiert angekommen wäre, sondern schon eine Quote von, das variiert, manchmal sagen einige 15% oder vielleicht 20% solcher Fahrzeuge hätte, würden diese Zahlen, also Unfallzahlen, Verkehrstote deutlich zurückgehen. Genannt wurde eben schon auch die Flexibilität, die sie möglicherweise bieten können für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und so weiter. Man muss dann aber auch sagen, dafür braucht man wirklich autonomes Fahren. Also dafür brauchte man wirklich die Stufe 4, wenn nicht sogar die Stufe 5, um das zu erreichen. Denn diese Menschen könnten ja dann nicht eingreifen. Und vieles mehr, auch im Hinblick auf Kraftstoffverbrauch, Optimierung, CO2-Ausstoß zu reduzieren. Das ist zum Teil auch schon auf unteren Stufen möglich, aber es könnte sich nochmal verbessern. Fahrmanöver präzise auszuführen, ja, auch zum Beispiel einzuparken, nicht? Das können die Fahrzeuge natürlich schon jetzt sehr gut. Ja, eins will ich natürlich nicht vergessen zu erwähnen, die Trolley-Dilemmas, die sicherlich vielen schon mal begegnet sind. Und ich erwähne es deswegen, weil ich der Meinung bin, das ist nicht der wesentliche Fokus bei einer Ethik des autonomen Fahrens. Worum geht es natürlich darum, um diese berühmten, die sogenannten, es heißt zum Teil auch Weichenstellerproblem, dass eine Straßenbahn, die außer Kontrolle geraten ist und droht, 5 Personen zu überrollen, könnte durch Umstellen einer Weiche auf ein anderes Gleis geleitet werden, aber dort befindet sich eine weitere Person. Darf ich den Hebel umlegen und diese Straßenbahn aufs andere Gleis lotsen? Nicht wie hier in diese, das ist die berühmte Darstellung. Und ist eigentlich nur als Gedankenexperiment ursprünglich in der Literatur verwendet worden, aber dann fürs autonome Fahren in vieler Hinsicht verwendet worden. Diese Darstellung haben vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen. In dem sogenannten Moral Machine Programm, was Sie auch online selber verwenden können. Da gibt es unzählige Gedankenexperimente dazu, wie da vorne sehen Sie ein autonomes Fahrzeug, es fährt auf eine Gruppe von Menschen zu und sollte es umgeleitet werden, um den einen Menschen nur zu töten, oder sollte es wieder links bleiben und diese 5 töten? Und da haben die unglaublich viele Daten dazu gesammelt. Und es gibt YouTube-Videos, eine Menge dazu. Es ist unglaublich bekannt geworden. Ich gehe da jetzt nur mal ein bisschen drüber weg. Man kann alle möglichen, das kann man selber da auch designen, sich diese Fälle, so 3 Menschen oder 3 Tiere. Also, und da sagen, gibt es dann die Daten dazu, die sagen, wie würde man auswählen und wie würde man auch zum Teil in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich auswählen. Also bei den Tieren, glaube ich, ist es relativ stabil über Kulturen hinweg. Aber zum Beispiel hier Jüngere versus Ältere. Immer vorausgesetzt, dass das Fahrzeug das natürlich sensorisch erkennen könnte. Aber soll ich umleiten oder soll ich nicht umleiten? Da gibt es tatsächlich so ein paar kulturelle Unterschiede in der Tat. Können wir auch gerne noch darauf eingehen nachher. Ich erwähne es jetzt nur, weil es so bekannt ist. Soll man 3 Frauen oder 3 Männer hier in den gleichen Altersstufen? Auch das müsste natürlich sicher erkannt werden, was ja fraglich ist, dass das geht. Aber es ist ein Gedankenexperiment. Wenn jetzt zwei Leute im Fahrzeug sitzen, bleibt die zusätzliche Frage, wen soll ich stärker schützen? Die im Auto sitzen oder die Passanten? Und ab spätestens ab diesem Zeitpunkt bin ich der Meinung, wird es in der Tat sehr unrealistisch, weil grundsätzlich die Menschen im Fahrzeug immer stärker geschützt sind als die außerhalb. Das ist eine Reihe, also soll ich die, entweder die werden, die sterben zu 100% im Auto oder 100% außerhalb. Es gibt kaum denkbare realistische Fälle, auf die das zutrifft. Ein paar, aber sehr, sehr wenige.
Naja, trotzdem wird das weitergemacht. Ich will nicht auf alles eingehen. Ein interessanter Fall ist noch, dass tatsächlich Leute, die sich an die Regeln halten oder die sich nicht an die Regeln halten. Also wenn Leute bei Rot rübergehen zum Beispiel, da sind die Intuitionen ziemlich stabil über die meisten Kulturen hinweg, so dass man sagt, also die Leute, die sich an die Regeln halten, die sollte man anders behandeln als die, die die Regeln verletzen. Auch ja, ach so, ja. Also das ist relativ, das ist wahrscheinlich auch nicht anders möglich. Diese Fahrzeuge müssen ja irgendwie programmiert werden und sie müssen nach den Regeln programmiert werden, die im Verkehr nun mal gelten. Und noch so ein paar witzige Fälle sind eigentlich, dass man fragt da auch, was ist, wenn das auf der einen Seite drei Ärzte sind und auf der anderen Seite drei Bankmanager, die man natürlich hundertprozentig sicher erkennen könnte durch Sensorik. Und da gibt es dann auch Daten dazu und dann werden wohl eher die Bankmanager überfahren und so. Oder ein Gesetzestreuer und ein Krimineller, die man natürlich auch als solche erkennt. Ja, also ist alles Mögliche denkbar. Letztlich glaube ich, dass diese Probleme eher theoretischer Art sind und dass sie doch dazu führen können, sogar den Blick wegzulenken von den eher realistischen ethischen Problemen, die wir haben. Zum Beispiel eben beim Datenschutz. Ja, das haben wir auch damals bei der Ethikkommission, auf die ich kurz eingehen will, so gesehen. Die Tolly-Probleme sind trotzdem, haben wir dort auch behandelt. Es wird auch im deutschen Gesetz zum autonomen Fahren von 2021, zu dem ich auch kurz was sagen werde, wird es erwähnt. Vielleicht kurz nur die Zeitleiste. Also es gab 2014, fing es an mit einer Anpassung des Wiener Übereinkommens, das bekannte über den Straßenverkehr. Es gab dann, um das zu berücksichtigen, dass es sowas wie hochautomatisiertes Fahren, überhaupt automatisiertes Fahren gibt. Diese Ethikrichtlinie oder Ethikkodex gab es 2017 bei uns in Deutschland und das Gesetz wurde 2021 beschlossen vom Bundestag, das im Wesentlichen auf diesen Ethikrichtlinien beruht. Es gibt jetzt auch eine Verordnung über autonomes Fahren und dann 2024 den EU AI Act, hier KI-Verordnung genannt, wenn man so will. Ja, ich glaube, hier kann ich ein bisschen schneller drüber weggehen. Also in dem Wiener Übereinkommen, in dem Veränderten, ist es jetzt ausdrücklich genannt. Automatisierte Fahrtechnologien werden ausdrücklich erlaubt, vorausgesetzt, diese Technologien entsprechen den Fahrzeugvorschriften oder können vom Fahrer übersteuert oder ausgeschaltet werden. Das ist ein interessanter Punkt, weil das bedeutet, ich muss auch immer die Möglichkeit haben, das System auszuschalten. Und wir haben das sowas in der Ethikkommission damals diskutiert, sollte das immer möglich sein? Und die Techniker haben eigentlich durchweg gesagt, nein, denn der Mensch ist das gefährlichste Element im Fahrzeug. Aber trotzdem waren wir der Meinung, als diese Technologien können nur Vertrauen gewinnen, letztlich, wenn man zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt erlaubt, dass man auch sie jederzeit übersteuern kann. Und irgendwann wird man das vielleicht mal anders sehen, aber nicht jetzt. Ja, nochmal die Ethikkommission. Die Ethikkommission hat auch einiges zum Beispiel zum Datenschutz gesagt. Sie hat vor allem gesagt, Personenschäden haben natürlich Vorrang für Sachschäden und die Frage des Haftungsübergangs. Was ich vorhin erwähnt habe, ab Level 3 geht die Haftung in den Fällen des autonomen Fahrens oder hochautomatisierten Fahrens über auf die Hersteller. Das war unsere Kommission. Ja, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ein wichtiger Aspekt, der auch für alle anderen Teile letztlich der Ethik des autonomen Fahrens eine Rolle spielt, ist, dass wir gesagt haben, hier, es ist dieser Punkt der Nichtdiskriminierung, jegliche Unterscheidung nach persönlichen Merkmalen, zum Beispiel Alter, Geschlecht oder körperliche, geistige Konstitution, ist strikt verboten. Also im Sinne von, das Fahrzeug, wenn es erkennen würde, da sind Alte, da sind Junge, darf es nicht zwischen denen unterscheiden. Und auch zum Beispiel zwischen Männern und Frauen oder auch anderen Punkten. Das wird mittlerweile kontrovers gesehen, weil man natürlich auch andererseits argumentieren könnte, sollten wir nicht im Straßenverkehr besonders auch schwächere Teilnehmer zusätzlich schützen?
Unabhängig mal davon, ob das technisch möglich ist und wie man das umsetzen sollte, aber es ist ein Punkt, der aus meiner Sicht nach wie vor durchaus diskutabel ist. Aber das ist derzeit jedenfalls der Stand. Er stellt die Hersteller auch vor, also die Aufgabe, die Systeme ständig zu verbessern, zu aktualisieren, Updates zu machen. Das war auch eine Diskussion, die wir hatten. Was ist, wenn ich gerade kein Netz habe und es muss ein Update gemacht werden? Sehr, sehr heikle Frage, gerade beim Stand der Umsetzung des Netzes, des Mobilnetzes in Deutschland. Da brauchen wir noch ein bisschen. Ja, die hohe Autonomiegrad führt dann zu diesem Übergang der Haftungsregelung, das habe ich schon erwähnt. Und Mischformen, das bedeutet hier vor allem müssen wir Wert legen, wie ist die Schnittstelle gestaltet? Die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine sozusagen. Es muss immer klar sein, wer ist derzeit in Control sozusagen, wer hat das Fahrzeug unter Kontrolle. Und das ist nicht unbedingt notwendig so. Es ist nicht unbedingt einheitlich gewesen zu dem Zeitpunkt, als wir uns das angesehen haben, also nach der Herstellung. Ja, habe es schon erwähnt, bei Stufe 3. Vor allem dafür ist dieses Gesetz von 2021 bei uns ausgelegt. Kraftfahrzeuge mit hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunktionen, jederzeit übersteuerbar, jederzeit deaktivierbar, muss rechtzeitig optisch, akustisch oder taktil anzeigen, dass der Fahrer übernehmen soll. Ja. Und in der Zeit, wo es autonom fährt, muss es oder hochautomatisiert fährt, muss es die Verkehrsvorschriften beachten. Das ist keine einfache Aufgabe, aber mittlerweile geht das eigentlich schon gar nicht mal so schlecht. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit aus rechtlicher Sicht um? Ja, und die Pflicht für den Fahrer bleibt dann trotzdem darin, unverzüglich wieder die Steuerung zu übernehmen, wenn das System ihn dazu auffordert. Oder wie es heißt, wenn er erkennt oder aufgrund offensichtlicher Umstände erkennen muss, dass die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Das kann natürlich auch weit ausgelegt werden, was das genau bedeutet. Im Zweifelsfall muss allerdings der Hersteller nachweisen, dass das System den Fahrer gewarnt hat. Und der Fahrer muss dann auch nachweisen, dass das System nicht unautosgemäß funktioniert hat. Die Fälle haben wir bisher noch nicht, aber wir werden natürlich irgendwann werden wir die auch sehen und wir werden das auch vor Gericht sehen. Bin ich sehr gespannt. Da ist noch vieles im Fluss, denke ich. Ja, und bei der beim hochautomatisierten Fahren dort ist auch definiert, was dann autonome Fahrfunktion hieße, dass die Fahraufgabe ohne eine fahrzeugführende Person selbstständig in einem festgelegten Betriebsbereich erfüllen kann, festgelegter Betriebsbereich. Nicht? Das kann im Moment, also soll das nächste sein, sollen ja Shuttles, autonome Shuttles in bestimmten, auf bestimmten Tracks sein, auf bestimmten Bereichen. Da wird man sehen, wie das jetzt dort umgesetzt wird. Ich habe schon gesagt, dass technische Aufsicht, das ist dieses Human Oversight, was auch im UAI-Act drin ist. Es muss irgendwie eine menschliche Überwachung geben, aber natürlich nicht in real time. Das ist so nicht möglich. Aber schon in geeigneter Form, wie es heißt. Irgendwo vielleicht doch eine Art Betriebszentrale, die Nachrichten bekommt. Ich meine, es gibt es ja zum Teil auch jetzt schon, dass ich ja Notruf absetzen kann mit Fahrzeugen. Also insofern, das ist jetzt nicht völlig was Neues. Eine Interaktion mit dem Fahrzeug bei Bedarf, um sicherzustellen, dass es gemäß den Bestimmungen sozusagen betrieben wird. Und da zählt auch, da steht auch drin, was es bedeutet, in einen risikominimalen Zustand überzugehen. Also wenn das Fahrzeug, wenn zum Beispiel eine Fehlfunktion da ist oder wenn der Fahrer nicht übernimmt, dann muss das Fahrzeug in einen solchen Zustand, in der Regel geht man davon aus, dass es an den Fahrbahnrand fährt und dort stehen bleibt. Aber das muss im Einzelnen tatsächlich definiert werden. Ja, und dann das, was im Fall eines Unfalls passiert. Das muss letztlich bestimmt werden. Das können wir, glaube ich, jetzt übergehen aus Zeitgründen. Unfallmanagementsysteme, das ist der Punkt. Ja, lassen Sie mich jetzt zu dem Bereich Daten kommen. Und es werden, wie ich schon sagte, es werden natürlich viele Daten von solchen Systemen auch jetzt schon gesammelt.
was seinen Zweck hat, jetzt nicht nur Selbstzweck ist oder sein sollte, sondern um die Sicherheit der Insassen zu gewährleisten, aber auch dass die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer außerhalb. Es gibt immer wieder die Szenarien des sogenannten vernetzten Fahrens, wie unsere Kommission damals ja auch hieß, das vernetzte Fahren, bei dem man sich vorstellt, dass das Fahrzeug sich vernetzt mit anderen Fahrzeugen. Dazu muss man ganz klar sagen, das ist noch deutlich Zukunftsmusik. Technisch vieles machbar, aber die Frage ist, wie man das rechtlich umsetzt, einwandfrei, ist sehr komplex. Technisch auch, aber die grundsätzliche Frage ist dabei das Rechtliche, wie und wo könnte ich meine Zustimmung dazu geben? Was ist es, wenn manche das nicht tun? Einheitlichkeit von Standards, alles durchaus machbar und lösbare Probleme, aber wie eigentlich die meisten Experten sagen, werden wir wahrscheinlich erst andere Entwicklungen und Weiterentwicklungen sehen, bevor wir dahin kommen. Was bedeutet, dass das Fahrzeug auch eher auf sich selbst gestellt ist? Und so gehen auch die meisten Hersteller vor. Das Fahrzeug sammelt Daten und wie dürfen die verwendet werden, wie viele davon und welche, um die Sicherheit zu gewährleisten. Ja, einmal haben wir es mit Sensordaten natürlich zu tun, um ein umfassendes und präzises Bild der Umgebung zu erstellen, um Objekte in der Nähe genau zu erkennen und die Bewegung vorherzusagen. Ja, ganz wichtig. Also im Grunde muss dieses Fahrzeug ein Modell der Welt haben. Ne? Dann muss es die Daten in Echtzeit analysieren, mit Hilfe von Machine Learning. Zum Beispiel erkennen, dass es da Muster gibt. Plötzliche Bremsung oder sowas. Es gibt natürlich immer auch Grenzen solcher Erkennungsmöglichkeiten, aber es muss letztlich besser sein als ein menschlicher Fahrer. Das erwarten wir, also mindestens so gut. Es sollte eigentlich schon besser sein, sonst stellt sich die Frage, wo man es braucht. Oder wie zum Beispiel andere Fahrzeuge, wann und wie sie höchstwahrscheinlich oder möglicherweise mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit die Spur wechseln. Dazu gehört auch, wenn ich Fahrzeuge hinter mir erkenne, wie schnell kommen die denn an? Sehr heikles Thema in Deutschland, also ohne Tempolimit. Mit welchen Geschwindigkeiten müsste ich denn da rechnen? Also das ist auch etwas, was sehr stark diskutiert, was also nein, eigentlich nicht so viel diskutiert wird, weil man ans Thema Tempolimit nicht dran will letztlich. Aber es könnte vielleicht an einem Punkt zum Problem werden. Nicht, wenn ich in USA nur mit Geschwindigkeiten von, naja, 65 Meilen rechnen muss oder auf der Inntal-Autobahn nur mit 100 zum Beispiel. Das sind natürlich andere Geschwindigkeiten, als wenn ich ja, auf den entsprechenden unbegrenzten Bereichen unterwegs bin. Außerdem auch greift so ein System auf historische Daten und andere Echtzeitinformationen zurück, die es bekommt, um mögliche Gefahrensituationen vorherzusagen, zum Beispiel, dass ein Hindernis plötzlich auftaucht oder ein Fußgänger, der die Straße betritt. Im Grunde ist das so etwas, wie wenn man klassischerweise ein Spiegel, nicht? Es gibt ja auch jetzt Spiegel, die mir zeigen, kommt da jemand. Die werden aber vielleicht zufällig irgendwo mal aufgestellt. Kommt aus dieser schlecht einsehbaren Einfahrt jemand? Sowas müsste ein System erkennen können oder eben vielleicht sogar aus anderen Datenquellen diese Daten entnehmen. Aber das ist halt, das ist schwierig. Ja, und das bedeutet natürlich, hier werden persönliche Daten verwendet. Also zum Beispiel Standortdaten. Also Namen sind jetzt nicht wichtig, aber Standortdaten brauche ich. Ich brauche Bewegungsprofile. Fahrgewohnheiten, also mindestens auch meine eigenen, das ist schon zumindest sinnvoll. Und auch Informationen über Insassen. Das kann man diskutieren, ob man es braucht, ob es einen Unterschied machen würde. Aber in der Regel wird gesagt, ja, das braucht man auch. Kann man diskutieren. Diese Daten fallen zum einen unter die DSGVO und sind natürlich auch mögliche Verletzungen des Rechts auf Privatsphäre der Nutzer, aber auch anderer Verkehrsteilnehmer und möglicherweise Dritter. Das ist übrigens nicht nur in Deutschland so gesehen worden, sondern es gibt dieses Urteil US versus Jones. Das ist nicht nur ein europäisches Thema, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Wir haben biometrische Daten, jetzt ein Beispiel mal.
wenn ein Fahrer so ein Fahrzeug verwendet, dann gibt es irgendeine Art von Authentifizierung. Kann in verschiedensten Formen vor sich gehen. Es könnte über einen Fingerabdruck gehen, muss aber nicht unbedingt. Vielleicht macht man das nicht so. Das gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wir wissen welche. Dann gibt es ein Thema, was häufig gerade jetzt wieder viel diskutiert wurde, Müdigkeitserkennung. Etwas, was immer wieder gerne angeführt wird, dass in irgendeiner Form das Fahrzeug letztlich den Innenraum so überwacht, dass es Anzeichen für Müdigkeit erkennen kann. Ich nehme das erstmal nur mal als Fall. Dann werden sich diese Fahrzeuge auch personalisieren lassen. Zum Beispiel in der Form der Verbesserung, um die Kommunikation zu verbessern, die Spracherkennung allein schon, ist in irgendeiner Form personalisiert. Ich werde ja auch heutzutage zum Beispiel von Alexa ja mit meinem Namen angesprochen. Wobei meine Frau immer verwechselt wird mit unserer Tochter. Insofern, also so ganz einfach funktioniert es auch nicht so ganz gut. Aber das sind alles Aspekte. Bei der Personalisierung ist ja immer die Frage, wie weit kann ich denn ein Fahrzeug personalisieren? Es gab vor ein paar Jahren ja mal diese Debatte darüber, kann ich auch sozusagen die Ethik des Fahrzeugs personalisieren? Und dann hätte ich vielleicht sogar einen Knopf am Fahrzeug, mit dem schalte ich meine Ethikeinstellung um. Also sozusagen Forscher will ich fahren oder nicht? Also innerhalb gewisser Grenzen, glaube ich, wird es das durchaus geben. Innerhalb gewisser Grenzen. Aber der eine fährt halt schneller und der andere fährt halt langsamer. Ja, und Zugangskontrolle, Kindersicherung zum Beispiel auch etwas, was ja auf jeden Fall ein Thema sein wird und so weiter. Das ist auch hier im Wiener Abkommen bereits drin. Moment, das ist. Ach so, ja, weil unten die Sane Accountable Drivers genannt sind. Sane Account steht interessanterweise da drin. Und daraus kann man natürlich, also die Systeme dürfen nicht Entscheidungen overrulen, die von Sane Accountable Drivers getroffen werden. Aber dann muss ich natürlich auch sagen können, wann ist jemand sane und wann ist jemand accountable. Also mit dem Accountable hätte ich eigentlich weniger ein Problem, weil man eigentlich schon davon ausgehen müsste, Haftungsfrage. Außer wenn das System, wie bei Up-Level 3, die Kontrolle übernommen hat, ist der Fahrer accountable. Also in der Haftung. Aber sane, was heißt das dann? Da könnte man dann sagen, ja gut, dann daraus folgt dann, ich brauche eine Müdigkeitsüberwachung zum Beispiel und vielleicht noch anderes. Ich will nicht verhehlen, dass da auch eine gewisse Gefahr drin liegt, wiederum, solche Daten übermäßig zu nutzen und was man damit macht, ist dann nochmal eine weitere Frage. Aber so jedenfalls steht es grundsätzlich drin. Was mache ich mit Gesundheitsdaten, zum Beispiel Atemfrequenz, Herzschlag? Sollten die verwendet werden? Dürfen die verwendet werden? Und für was? Wir haben das ja heute auch schon bei vielen Versicherungsthemen. Also aus meiner Sicht kann das eigentlich nur auf Freiwilligkeit beruhen, wenn man das machen will. Aber selbst da ist schon die Frage, also sind die Einzelnen hinreichend darüber informiert? Nicht? Selbst wenn, wir neigen ja doch dazu, immer gerne zu klicken, ja, akzeptiere ich, akzeptiere ich, akzeptiere ich. Es müsste darauf hingewiesen werden, nicht? Auch auf die Probleme in geeigneter Form. Aber das sind noch viele Fragen, die im Fluss sind. Aber auf die Ideen kann man dann kommen. Und es wird natürlich auch die sogenannten False Positives geben. Also die Systeme werden auch mal anschlagen, in Fällen, wo es eigentlich kein Problem gibt. Und was mache ich damit? Wenn Sie das verfolgt haben, man hat ja dieser Crash, also der Unfall mit dem Auto, nicht autonomen, aber hochautomatisierten Fahrzeug in Arizona vor 6 Jahren mittlerweile, der basierte ja letztlich darauf, dass man das Bremssystem abgeschaltet hatte, weil es zu viele False Positives lieferte. Also es bremste zu häufig, weil es immer Hindernisse erkannte, die aber eigentlich so in der Form gar nicht da waren. Und das ist eine Gefahr. Und dadurch konnte man auch nicht mehr vernünftig fahren. Das ist ein reales Problem.
Man wird dazu übergehen, auch da Kompromisse zu schließen. Das könnte auch hier bei solchen Fragen so sein. Also generell wird autonomes Fahren, wenn es wirklich weiterentwickelt und davon gehe ich aus und umgesetzt wird, werden da noch eine Menge Kompromisse geschlossen werden müssen. Sonst wird man es nicht umsetzen können. Man wird auch zum Beispiel kleine Crashes akzeptieren müssen, also so kleine Rempler und so etwas. Die können man nicht gleich, also die Wahrscheinlichkeit eines kleinen Remplers darf man nicht so gewichten wie ein tödlicher Crash. Okay, das war ein Seitenexkurs. Dann haben wir die Frage bei den Daten natürlich immer Biases. Sind da mögliche Verzerrungen drin in den Daten? Also wenn diese Systeme auf Machine Learning basieren, dann haben sie auch Daten, mit denen sie lernen. Und viele dieser Datensätze weisen Verzerrungen auf. Das ist so, weil sie auf der Vergangenheit basieren und unsere Vergangenheit ist biased sozusagen. Das kann bei vielen dieser Erkennungsthemen ist zum Beispiel das Thema Hautfarbe, ist einfach eins. Bei schlechten Lichtverhältnissen sind dunkle Hautfarben schlechter zu erkennen als helle. Wir haben das Thema bei der Facial Recognition. Das heißt nicht, dass man es nicht lösen kann, das Thema. Also, aber es ist ein Punkt. Aber auch andere Faktoren, Alter, hat man schon genannt, Geschlecht und so weiter. Also das sind Punkte, die in den Datensätzen, wir reden jetzt mal nur von den Datensätzen, aufgrund derer man lernt, drin sein können. Das muss man berücksichtigen, wenn man die entsprechenden Datensätze verwendet. Häufig werden ja heute auch künstliche Datensätze, künstlich generierte Datensätze verwendet, was eine mögliche Lösung sein kann. Und dann auch zum Beispiel, wenn es um die Kommunikation geht, nicht? Auch die zwischen Fahrer und Auto und dem Fahrzeug. Wo wird diese Kommunikation gespeichert? Wird sie gespeichert? In welcher Form? Denn es ist ja klar, es muss eine Art Blackbox geben im Fahrzeug, die Daten aufzeichnet, wenn es denn einen Crash gibt. Wenn es einen Unfall gibt, damit man nachvollziehen kann, was passiert ist. Und das ist auch in der EU AI Act hier immer wieder drin, Folgenabschätzungen abzunehmen im Hinblick vorzunehmen im Hinblick auf Datenschutz. Also diese Folgeabschätzung, sollte man ganz wichtig ansehen, denn das heißt nicht, ich muss das eine hundertprozentig umsetzen oder das andere hundertprozentig, aber ich muss eine Art Abschätzung der möglichen positiven und negativen Folgen vornehmen. Und nicht nur beim autonomen Fahren, sondern auch bei anderen KI-Systemen. Es ist übrigens auch in der Diskussion, dass möglicherweise die Datenschutzgrundverordnung in der bisherigen Form im Konflikt steht mit dem EU AI Act. Möglicherweise wird man da Anpassungen vornehmen müssen, denn das ist in der Form möglicherweise nicht haltbar, und muss möglicherweise angepasst werden. Bei den Fahrzeugen gibt es natürlich immer großes Thema auch, was ist mit einer möglichen Weitergabe an Dritte? Unter welchen Bedingungen kann das stattfinden und unter welchen Bedingungen kann es stattfinden? Die können für alle möglichen, die sind natürlich interessant, die sind hochgradig interessant, diese Daten. Was ist mit Versicherungen? Können die diese Daten verwenden? Könnten die und unter welchen Bedingungen möglicherweise? Auch selbst wenn es darum geht, die sind anonymisiert, diese Daten, aber oder pseudonymisiert. Was darf damit gemacht werden? Und natürlich ist dann die Frage, generelle Frage einer Überwachung, nicht? Diese Daten können unter Umständen auch gegen Fahrer und Insassen verwendet werden. Und bei manchen Fällen ist es vielleicht eindeutig, tödlicher Unfall und da muss ich wissen, was passiert ist. Aber was ist mit weniger schweren Fällen? Oder bis hin zu der Frage, was ist, wenn die im Fahrzeug über Steuerhinterziehung reden, nicht? Darf ich das verwenden? Also gesetzt mal den Fall, ich würde sowas aufzeichnen, Gespräche. Also, oder kleinere Verstöße gegen die Verkehrsordnung. Nicht? Das sind alles Fragen, die diskutiert werden müssten. Und gerade dieser Punkt, häufig gibt es, denn es gibt ja in anderen Kontexten auch jetzt schon das Thema. Das Problem ist Verletzung des Verhältnismäßigkeitsprinzips. Es muss Verhältnismäßigkeit sein, wofür ich Daten verwende, Daten, die ich gesammelt habe. Es kann nicht sein, dass ich für jede
für jeden Art von Zweck und für jede Art von auch kleineren eben Verstößen dann diese Daten maximal verwenden darf. Das ist immer wieder auch jetzt schon beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein Thema. Ja, das habe ich im Grunde jetzt gesagt. Risiko der Zweckentfremdung ist ein großes Thema hierbei. Wir haben, ich komme allmählich auch zum Schluss, wir haben bereits jetzt, nämlich wenn man mal nur mal in andere Länder guckt, zum Beispiel in Südkorea und Taiwan, ich habe es nicht selber überprüft, aber so wurde mir gesagt, sind Dashcams zum Beispiel verpflichtend mittlerweile. Das führt auch dazu, dass sie, also das ist wohl nicht ganz genau, meines Wissens nicht genau geregelt, welche Daten davon weitergegeben werden müssen oder dürfen. Aber es gibt einen Druck auf die Hersteller, diese Daten zu teilen mit den entsprechenden Strafverfolgungsorganen. Das ist etwas, was ich vermute mal, dass wir hier bei uns nicht haben wollen, aber es ist eine Frage, die sicherlich sich stellen wird irgendwann. Und auch hier, auch beim, zum Beispiel beim Gesetz zum autonomen Fahren in Deutschland, ist die Rede von einem intensiven Informationsaustausch zwischen Behörden und Herstellern. Und Sie wissen ja, wie wir es derzeit bereits bei zum Beispiel Chats, Chatkontrolle das Thema haben, allgemein, also den Daten, in der Regel die Silicon Valley Companies haben, wie viel davon müssen sie freigeben, aufgrund von Ersuchen der zum Beispiel Strafverfolgungsorgane oder auch anderer Geheimdienste und was auch immer. Bis wohin geht das runter? Nicht? Das ist so eine Frage. Da ist viel technisch möglich. Ich war vor ein, zwei Jahren Mitglied in einem Ethikrat eines großen europäischen Projekts, wo es um die Umsetzung von KI im ganzen Bereich Strafverfolgung, Polizei und so weiter grenzüberschreitend in Europa ging. Und ohne auf Einzelheiten einzugehen, was mich ein bisschen besorgt gemacht hat, war also die Leichtigkeit, mit der mit diesem Thema umgegangen wurde. Bevor ich, und es war noch jemand anders noch dabei war als Ethikexperte, wir auf diese Themen hingewiesen waren, war es überhaupt gar kein Thema. Es wurde einfach gemacht. Also in diesem Projekt, es war ein Forschungsprojekt, aber mit einem konkreten Zweck auch ein Ziel der Umsetzung, wurde von diesen Fragen, dass das möglicherweise auch zu einer erheblichen Ausweitung von Überwachung führen könnte, wurde praktisch überhaupt nicht gesprochen. Und zum Teil haben die auf der technischen Seite das Problem gar nicht verstanden dann. Also man musste sozusagen massiv laut werden, um dieses Thema zu Gehör zu bringen. Also da, ich weise nur darauf hin, das ist etwas, was sich nicht von selber umsetzt. Ja, und es gibt insgesamt ist ein Problem auch die uneinheitlichen Regelungen, die es da gibt zu datenautonomen Fahren. Das ist ein gewisses Hemmnis. Das betrifft aber viele Bereiche. Also was können wir daraus lernen? Ich denke, dass dieser Fokus bei der Ethik des autonomen Fahrens auf die Trolley-Probleme, glaube ich, verfehlt ist. Das wird allerdings auch von, also weithin mittlerweile so gesehen. Ich glaube, dass wir ein Privacy-by-Design-Konzept brauchen. Das heißt, dass wir das umsetzen müssen in die Systeme selber, also Ethik einprogrammieren müssen in die Systeme und weitere Stakeholder einbinden in die Diskussion. Das, was derzeit gefordert wird, also zum Beispiel so ein Societal Impact Assessment, also eine Abschätzung des gesellschaftlichen Impacts, ist, glaube ich, Auswirkung. Heißt, ist glaube ich, noch nicht ausreichend. Wir brauchen wahrscheinlich etwas mehr, sowas wie ein Mindeststandard für Datenschutz im Kontext des autonomen Fahrens. Denn es ist natürlich klar, diese Fahrzeuge werden ja nicht nur in Europa fahren, sondern wir verkaufen sie in alle Welt, also hoffentlich. Und wie geht man dann damit um? Denn die Datenschutzbestimmungen sind nicht einheitlich. Und ich bin auch ehrlich gesagt sehr skeptisch, dass wir da zu einem weltweiten Standard kommen werden. Aber was bedeutet das dann konkret für diese Fahrzeuge? Also wenn sie exportiert werden, muss man die Einstellung anpassen, nicht? Oder wenn ich es verkaufe, angenommen, ich verkaufe mein Fahrzeug in die USA, dann darf der das umprogrammieren, oder? Also es sind viele Fragen, die dabei
zu lösen sein werden. Und da stehen wir, glaube ich, auch noch am Anfang. Vielen Dank. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Ja.